Was heute in Deutschland und der Welt los war, das erfahrt ihr jetzt. Auf die Hagener Synagoge ist ein möglicher Anschlag vereitelt worden. Das gab NRWs Innenminister Herbert Reul heute bekannt. Er sagte: "Wir haben einen sehr ernstzunehmenden und konkreten Hinweis erhalten, dass es während Yom Kippur zu einem Anschlag auf die Synagoge kommen könnte. Dieser Hinweis kam anscheinend von einem Partner Nachrichtendienstes des BNDs. Außerdem soll in diesem Tipp die Tatzeit, der Tatort und der Täter enthalten sein. Nach diesem Hinweis wurden die Sicherheitsmaßnahmen vor der Synagoge verschärft. Ebenfalls wurde ein 16-Jähriger und drei Männer, die sich bei ihm zu Hause aufgehalten haben, vorläufig festgenommen. Nachdem die Polizei die Synagoge und ihr Umfeld mit Sprengstoffhunden untersucht haben, wurde bekannt gegeben, dass keine gefährlichen Gegenstände gefunden wurden. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist die erste voll private Rakete gestartet. Das heißt, an Bord dieser Rakete befindet sich kein professioneller Astronaut. Die Inspiration 4 genannte Mission wurde vom Milliardär Jared Isaacman bezahlt. An Bord befindet sich die jüngste jemals ins All fliegende Amerikanerin. Dazu befinden sich noch drei andere Personen an Bord. Zwei von diesen haben ihre Tickets ebenfalls in einer Wohltätigkeitsaktion gewonnen. Die Mission geht insgesamt 3 Tage lang und fliegt in einer Höhe von 575 bis 590 Kilometern. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft GDL haben ihren Streit um einen Tarifvertrag beigelegt. Das bestätigten beide Seiten in einer gemeinsamen Pressekonferenz heute. Somit wurde die 4. Streikwelle abgewendet. Die GDL und die Deutsche Bahn einigten sich auf eine Lohnerhöhung von 3,3% und eine am 1. Dezember ausgeschüttete Corona-Prämie von einer Maximalsumme bis zu 600 Euro, abhängig von der Lohnklasse der Mitarbeiter. Außerdem wird es dann im Jahr 2022 noch eine weitere Corona-Prämie in Höhe von 400 Euro einheitlich für alle Mitarbeiter geben. Das war's mit diesem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, findet ihr hier oben mein neuestes Video und hier meine Playlist zur Serie Wissen to News. Morgen gibt's dann wieder eine neue Ausgabe, wo ihr erfahrt, was morgen wichtig war.